Maria Bernarda Büttler von Au war eine katholische Missionarin und Ordensgründerin. Verena war ein frohes Mädchen. Ihre Eltern, Heinrich und Katharina Büttler, waren einfache, fromme Bauersleute. Von ihnen lernte Verena die Liebe zu Gott und zu den Armen. Schon als junges Mädchen hegte sie den Wunsch, sich ganz Gott zu weihen. Auf Anraten ihres damaligen Seelsorgers trat sie in das Kloster Maria Hilfs ein. Ihr missionarischer Geist und Eifer für das Reich Gottes drängten sie dann immer mehr, ein Filialkloster zu gründen. Als Monsignore Schumacher, Bischof von Puerto Viejo in Ecuador, den Schwestern von Maria Hilf die schwierige Situation seines Volkes in Ecuador schilderte und eine Missionsniederlassung in seiner Diözese anbot, betrachtete Maria Bernarda dieses Angebot als deutlichen Ruf Gottes. In Ecuador angekommen, wies ihnen der Bischof als Arbeitsfeld Jone zu. Maria Bernarda, die nur eine Missionsfiliale des Schweizer Klosters gründen wollte, sah sich plötzlich als Gründerin des neuen Institutes. Als sie am 19. Mai 1924 starb, war sie 76 Jahre alt und im 56. Jahre Ordensfrau. Insgesamt 36 Jahre wirkte sie in der Mission in Lateinamerika. In Windeseile verbreitete sich die Nachricht von ihrem Tod. Am 12. Oktober 2008 wurde die selige Maria Bernarda durch Papst Benedikt den 16. in Rom heilig gesprochen. Der 2009 eingeweihte Besinnungsweg richtet sich an alle Altersgruppen und Konfessionen. Weil die heiligen Frauen und Männer können uns überzeugend vorleben, wie wir in unserer Zeit das Evangelium können leben. Mutter Bernarda bleibt ein leuchtendes Beispiel einer biblischen Frau. Stark, klug, mystisch, spirituelle Meisterin und hervorragende Missionarin.